Ja, also gut, ich glaube, wer erwartet hat, dass wir heute hier gegen eine solche Mannschaft wie Werder Bremen, als eine Mannschaft, die sich gerade erst neu finden muss und völlig neu zusammengestellt ist, mit Spielern, die noch nie Bundesliga gespielt haben, irgendetwas holen können, der schätzt die Situation falsch ein. Wir haben eine relativ kurze Vorbereitungszeit gehabt und wir haben heute gesehen, dass wir hier eine Mannschaft hatten mit Werder Bremen, die uns in fast allen Belangen natürlich überlegen war. Vor allen Dingen, was Athletik, was Schnelligkeit anbelangt. Und die unsere Fehler einfach gnadenlos ausgenutzt hat. Fast alle Tore fielen, nachdem wir individuelle Fehler begangen haben. Aber das ist das, was man hier auch im Grunde genommen jetzt annehmen muss. Unabhängig von Ausbildung und Entwicklung helfen Siege natürlich auch ein Stück weit. Und wenn man mit einem 7:0 startet, ist das nicht so verkehrt. Die Jungs haben gut gekämpft, man kann ihnen wirklich nichts vorwerfen. Die haben alles gegeben und Bremen hat halt eine extrem hohe individuelle Klasse. Wenn man bedenkt, dass wir noch nie auf Rasen trainiert haben, die gesamte Saison, wir haben 2 Wochen nur Vorbereitung haben. Einige sind jetzt frisch vom Urlaub gekommen. Wir wollen keine Ausreden, wir wollen uns auch nicht dahinter verstecken. Wichtig ist, dass wir daraus lernen, von Spiel zu Spiel lernen und für jedes nächste Spiel versuchen, stärker zu werden. Dass wir dann darauf auch taktisch uns einrichten. Naja, das Ziel kann nur Klassenerhalt sein, nicht? Und alles in Klassenerhalt wäre eine Riesensensation. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wir nicht absteigen und es tatsächlich schaffen, hier, ich glaube 3 Absteiger sind es ja, ne? 3 Mannschaften hinter uns zu lassen, dann wäre das ein Wahnsinn. Ja, wenn das zu schaffen wäre, dann müssen wir eigentlich nie noch abfackeln hier. Wir wollen natürlich die Klasse halten, ganz klar. Und da wird es immer wieder mal Rückschläge geben, so wie heute, dass das deutliche Ergebnisse sind. Einige Ergebnisse sind möglicherweise in der Zukunft vielleicht sogar noch deutlicher. Wir wissen noch nicht genau, was auf uns wirklich zukommt. Im Nachwuchsfußball, wenn du eben guckst, in der Ausbildung tätig zu sein, zu lernen, zu entwickeln, dann ist nicht vorrangig, nach meinem Verständnis und auch insgesamt bei uns bei Werder, das Ziel, einen Tabellenplatz zu erreichen. Wobei wir uns auch dagegen nicht wehren, wenn das dabei rauskommt. Sondern eben tatsächlich die Jungs in dem Mannschaftsverbund individuell so gut weiterzubringen, dass sie möglichst weit kommen können. Am Ende habe ich von Platz 2, 1, 3 oder sowas nicht viel, wenn dabei kein Spieler nachher in der Bundesliga ankommt. Und das versuchen wir so optimal wie möglich hinzubekommen. Gelingt uns im Allgemeinen ganz gut, auch letztes Jahr oder das Jahr davor. Also sind noch nicht oben angekommen, aber ich glaube schon, dass der eine oder andere ganz gute Möglichkeiten hat in dieser Entwicklungsstufe. Und das ist das Ziel.